Die Deutsche Forschungsgemeinschaft feierte das 30. Jubiläum des Gottfried Wilhelm Leibniz-Preises. Die meisten der geladenen 354 Preisträgerinnen und Preisträger trafen sich zu diesem Anlass am 25. März 2015 in Bonn. Ein Klassentreffen der deutschen Spitzenforschung. In seiner Begrüßungsrede blickte DFG-Präsident Peter Strohschneider auf die Anfänge des Leibniz-Preises und erinnerte an die einzigartige Initiative seines Vorgängers Eugen Seibold. Meine Damen und Herren, wir feiern einen Wissenschaftspreis, den Wissenschaftspreis im deutschen Sprachraum, der in den zurückliegenden drei Jahrzehnten Forscherinnen und Forscher und die Forschung selbst in vieler Hinsicht deutlich geprägt und verändert hat und der zugleich die gesellschaftliche Wahrnehmung und Anerkennung der Wissenschaften sehr beeinflusst. Es waren diese Jahre vor dem Mauerfall, als Eugen Seibold, Präsident der Deutschen Forschungsgemeinschaft, auf jene glückliche und folgenreiche Idee verfiel, die wir ins Gelingen verliebt heute feiern. Man müsse jetzt, so sagte Seibold, Zitat, man müsse einigen wenigen handverlesenen Spitzenforschern viel Geld, auch ohne Anträge, fest zusagen, vielleicht in Form eines Preises. Vera Reiß, die Ministerin für Bildung, Wissenschaft und Kultur des Landes Rheinland-Pfalz, ermunterte, in Zukunft die forschenden Frauen besonders in den Blick zu nehmen. Dass es durchaus erforderlich ist, auch das Erfolgreiche von Zeit zu Zeit in Augenschein zu nehmen, zeigt nicht zuletzt die diesjährige Preisverleihung. Denn die Zahl der möglichen Preisträger konnte erstmals nicht ausgeschöpft werden und überdies war wieder einmal keine Frau unter den Preisträgern. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Sie werden mit mir übereinstimmen, dass Exzellenz weder so dünn gesät noch auf ein Geschlecht konzentriert ist, selbst bei einer Momentaufnahme, wie sie die alljährliche Vorschlagsrunde darstellt. Gerade nach 10 Jahren Exzellenzinitiative steht die Wissenschaft in besonderer Verantwortung, die Chancen, die der Leibniz-Preis bietet, angemessen zu nutzen, die Chance zur selbstbewussten Darstellung des reichen Schatzes exzellenter Forschung und zur Auszeichnung der klügsten Köpfe. Ich wünsche mir, dass insbesondere die Vorschlagsberechtigten in Zukunft vielleicht noch sorgfältiger nach exzellenten Forscherinnen und Forschern in ihren Reihen suchen. Die provozierende Frage, ob Spitzenforschung männlich ist, wird ja heute Abend noch ein Thema sein. Auf diese Diskussion bin ich ganz besonders gespannt. Ja. In der von Ministerin Reiß angesprochenen Diskussion kamen die 4 Preisträgerinnen und Preisträger überein, dass es vor allem die Rahmenbedingungen sind, die den Frauen den Weg in die Spitzenforschung so beschwerlich machen. Ich denke, wir sind eher jetzt dabei, wieder die Randbedingungen für Frauen zu verschärfen. Denn wenn ich mir ansehe, den Wahn, den wir betreiben in gewissen Gremien, dass wir dort immer Gleichverteilung zwischen Männern und Frauen brauchen oder auch in Berufungskommissionen für technische Fächer mindestens 2 Ordinarier. Und dann fragt man sich, wie viel habe ich eigentlich? Dann weiß man, am Schluss sitzt jede in jeder Berufungskommission und kommt nicht mehr zum Arbeiten. Also das finde ich kritisch und beinahe diskriminierend. Mhm. Und dementsprechend würde ich sagen, also momentan sind wir fast am Übersteuern. Ich denke, dass die Politik, die jetzt aktuell nun auf den Plan gerufen ist, weil nun keine Preisträgerin dabei war, dort auch noch ganz wichtige Schritte zu tun hatte. Sie haben die Kita angesprochen. Ich habe die Arbeitsgruppenleiterin in unserem Bereich gefragt. Eine verlässliche Kita, um die man sich nicht ständig kümmern muss, also wo man nicht ständig Angst haben muss, dass der Platz wieder weg ist. Eine Kita, die tatsächlich auch wissenschaftstaugliche Öffnungszeiten hat. Vielleicht sogar noch zusätzliche Betreuungsangebote. Das ist schon mal eine ganz, ganz wichtige Eintrittskarte. Sicherlich nicht alles, aber eine ganz, ganz wichtige Sache. Der Fakt, dass für die Familienväter, Väter mit kleinen Kindern, eine Teilzeitstelle in unserem Land nicht wirklich akzeptiert wird oder nicht wirklich als karrieretauglich gesehen wird, ist ein Problem. Das ist auch wiederum eine Sache, die nicht in der Wissenschaft liegt, sondern die in der Gesellschaft liegt.
Ich denke, es wird tendenziell immer familienfeindlicher. Wie gesagt, je kompetitiver es ist, desto schwieriger wird es. Ich kann für mich selber vielleicht aus meiner eigenen Erfahrung sagen, ich habe zwar nie das Gefühl gehabt, an eine gläserne Decke zu stoßen, ich persönlich nicht. Ich will nicht sagen, dass es sie nicht gibt, aber ich habe sie jedenfalls nicht gespürt. Ich habe nach der Promotion 2 Kinder bekommen und habe dann allmählich mich habilitiert und habe mit ganz, ganz wenig Publikationen dann tatsächlich es geschafft, einen Ruf zu kriegen. Heute, glaube ich, würden Frauen, die so wie ich damals 4 Jahre im Grunde nichts publiziert haben, einfach keine Chance mehr haben. Also ich habe ganz stark den Eindruck, dass die wissenschaftliche Arbeitswelt, so wie sie im Moment aussieht, familienfeindlicher wird. Da gibt es interessanterweise 2 Klassen von Staaten, in denen die Frauenanteile höher sind. Das sind die nordeuropäischen Staaten plus Frankreich. Da sind die Wissenschaftsrand- oder die gesellschaftlichen Randbedingungen so, dass sie familienfreundlich sind. Da ist es selbstverständlich, dass Männer Familienarbeit übernehmen und nicht nur Frauen. Das ist ein ganz wesentlicher Schritt, der dazu führt. Und dann gibt es das andere Modell, das südeuropäische Modell. Denn auch in Südeuropa gibt es erstaunlicherweise Staaten, in denen die Frauenanteile hoch sind. Und das sind Staaten, in denen das Sozialprestige des Wissenschaftlers nicht besonders hoch ist und denen die Gehälter in der Wissenschaft nicht besonders hoch sind. Und dann sind wir sofort wieder in einem Bereich, in dem Frauen dann in einen solchen, sagen wir mal, marginalisierten Arbeitsmarkt eher zu finden sind als Männer. Also es gibt ganz unterschiedliche Gründe dafür, dass Frauen höher repräsentiert sein sollen. Ich denke, das nordeuropäische Modell sollte das sein, was wir anstreben. Für beste Unterhaltung sorgte auch der bekannte Physiker und Kabarettist Vince Ebert. Er erklärte anhand der Frage, ob wohl noch Bier im Kühlschrank ist, wie die unterschiedlichen wissenschaftlichen Disziplinen arbeiten. Wissenschaftliches Denken ist im Grunde genommen nichts anderes als eine Methode zur Überprüfung von Vermutungen. Wenn ich zum Beispiel vermute, im Kühlschrank könnte noch Bier sein und ich gucke nach, dann betreibe ich im Grunde genommen schon eine Vorform von Wissenschaft. Großer Unterschied zur Theologie. In der Theologie werden Vermutungen in der Regel nicht überprüft. Also wenn Sie zum Beispiel nur sagen, im Kühlschrank ist Bier, bin ich Theologe. Wenn Sie nachgucken, sind Sie Wissenschaftler. Wenn ich nachgucke, nichts finde und trotzdem behaupte, es ist Bier drin, dann bin ich Esoteriker. Gut, jetzt fragen Sie sich wahrscheinlich, was mache ich, wenn dieser Kühlschrank abgeschlossen ist? Dann muss ich versuchen, die Wahrheit anderweitig herauszufinden. Ich kann dran rütteln, ich kann ihn wiegen, ich kann ihn mit Röntgenstrahlen durchleuchten. Ich kann das Ding sogar abfackeln und danach die Verbrennungsprodukte auf Bier untersuchen. Das ist natürlich alles extrem langwierig und aufwendig. Deswegen kann zum Beispiel ein Esoteriker in 5 Minuten auch mehr Unsinn behaupten, als ein Wissenschaftler in seinem ganzen Leben widerlegen kann. Aber selbst wenn ich alle möglichen Experimente durchgeführt habe, habe ich nie die volle Gewissheit, ob in diesem blöden Kühlschrank tatsächlich Bier ist. Ein Restzweifel bleibt immer. Das ist der Grund, weshalb es in der Wissenschaft kein absolut gesichertes Wissen gibt. So ein bisschen wie im normalen Leben auch. Der Bauer geht jeden Morgen zum Füttern in den Gänsestall und die Gänse denken sich, Mensch, der Bauer, super Typ. Kurz vor Weihnachten allerdings wird den Gänsen schlagartig klar, irgendwas an unserer Theorie ist faul. Im Fachjargon nennt man so etwas Falsifizierbarkeit. Jede Theorie gilt nur so lange als richtig, bis sie durch eine andere, durch eine bessere ersetzt wird
Und dadurch irren wir uns quasi nach oben. Den Schlusspunkt bildete eine empirische Studie der beiden Leibniz-Preisträger Christoph Markschies und Günther Ziegler. In ihrer Leibniz-Preisträger-Studie, kurz LPT-Studie, untersuchten sie nicht nur die Typologie der Preisträger, sondern auch die Relation zwischen der Verleihung des Preises und der Anzahl der Krawatten. Wir können gleich anfangen mit der Frage der Stilsicherheit. Wir versuchen ja, den Leibniz-Preisträger zu verstehen. Und jetzt brauchen wir ein kleines bisschen Publikumslicht. Die erste Frage ist, halten Sie die LPTs, also die Leibniz-Preisträger, als solche für stilsicher bei der Krawattenauswahl? Sie haben alle diese wunderschönen Stimmkarten bekommen. Da sind jetzt auch die rot-grünen blinden Männer ein bisschen benachteiligt. Wenn Sie der Meinung sind, ja, im Allgemeinen und im Großen und Ganzen sind LPTs stilsicher bei der Krawattenauswahl, dann bitte die grüne Seite der Karte zu uns. Also, ja, die grüne Seite zu uns. Wenn nein, wäre das die rote Seite in unsere Richtung. Können wir mal Karten sehen? Zähl du mal links, ich fange mal rechts, glaube ich, an. Fängst du eigentlich hinten an? Wir werden nicht ganz durchzählen können. Die Fernsehkameras laufen ja mit, die statistische Auswertung später. Das sieht aber sehr bitter aus. Eine knappe rote Mehrheit, also nicht im Allgemeinen stilsicher. Sieht man auch an deiner Krawatte, nicht? Wir sind hier im quantitativen Bereich immer noch. Deswegen auch die Frage, und insbesondere jetzt von den LPTs im Saal, aber auch von denen, die solche LPTs beobachten, haben die typischerweise nach dem Leibniz-Preis mehr Krawatten im Schrank oder eher weniger? Mehr wäre also ja, würde ich gerne wieder grün sehen, wenn weniger wäre eher rote Farbe zu sehen. Also Karten hoch. Ist eher grün, also mehr Krawatten nach dem Preis. Dann würde ich vorschlagen, behalten wir unsere Krawatten an, um das Ergebnis nicht zu falsifizieren. Wir haben uns immer überlegt. Musik